Okay, wir kommen zu den schlechtesten Deutsche Blinds Volume Nummer 23. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. 3 Minuten 4, liken, support, come out. Schöne, schöne Grüße gehen an der Stelle an Boss Explosive raus. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin sehr gespannt. Immer ein sehr unterhaltsames, sehr cooles Format. Kalasch in die Trainingsshorts. Da sah der Boss aber schon. Stiernackenkommando war da auf jeden Fall am Start. Holy shit, da hat er auf jeden Fall das Programm gut durchgezogen. Auf jeden Fall. 3 Minuten 4, ich bin sehr gespannt. Die schlechtesten Deutsche Blinds Volume 23, Abfahrt. Oh! Derendorf, Ehrenmord, betrunken von dem Jack. Digga, 2008, Fari, 2008. Bruder, ich hab so das Gefühl, alles vor 2014, 2013, es war alles irgendwie so ein bisschen. Die Boss-Trafo hat der Boss da auf jeden Fall komplett durchgezogen. Chat, da habt ihr recht. Alles vor 2012, 2011 oder so, da waren die Lines, die heute eigentlich cringe sind, die hat man da einfach gerappt und einfach ein Yeah oder ein A dahinter gepackt und es war cool. Es war einfach cool. Da hat auch niemand gesagt, ey Bro, das ist voll cringe. Deren Dorf, deren Mord, betrunken von dem Jackie. Guck dich an, du bist nur ein Hundesohn wie Lassie. Are you sure? Hundesohn wie Lassie, betrunken von dem Jackie. Hundesohn wie Lassie. Eigentlich ein cooler Reim so. Eigentlich ein cooler Reim. Außer bei Kolle natürlich. Kolle konnte rappen, was er wollte. Das hat sich immer geil angehört so. Hundesohn wie Lassie check ich nicht. Wer ist Lassie? About that. Lassie ist eine Hündin der Rasse Langhaar-Collie. Und die Hauptfigur in Büchern, Filmen und... Boah, Digga, sagt mir nix, ne? Lassie, du bist nur ein Hundesohn wie Lassie. Aber der Reim, betrunken von dem Jackie auf Hundesohn wie Lassie, eigentlich ganz nice. Eine Hündin ist kein... Okay, alles gut. Guck dich an, du bist nur ein Hundesohn wie Lassie. Are you sure about that? Ja, okay, Digga, Hündin, Hund ist doch fast... Ach, egal, scheiß drauf. Wie konnte ich verdammt nochmal so dumm sein? Das frage ich mich auch jetzt im Nachhinein. Alter. Aber Kollabo-Album mit Kapi kommt, da bin ich zufrieden. Kollega für immer Player 2010. Wir checken natürlich auch die ganzen Zuhälter-Tapes-Ups, außer das 5. und das 4. Das haben wir schon abgecheckt, aber 1 oder X-Miss Edition bis 3 checken wir natürlich noch ab. Aber wenn jetzt hier Songs gespoilert werden, die ich eigentlich noch hören möchte, schwierig. Du chillst mit Minderjährigen, sehr sympathisch. Chillst mit Minderjährigen, wie eine Kindergärtnerin, nicht mit paar Perserinnen, die aussehen wie Kim Kardashian. Okay, lass mich raten, Kim Kardashian. Du chillst mit Minderjährigen, wie eine Kindergärtnerin. Ganz, Digga, eigentlich ganz cool, oder? Wie eine Kindergärtnerin, nicht mit paar Perserinnen, die aussehen wie Kim Kardashian. Und ich lass, wenn ich Party mache, nur minderjährige Hosts tanzen wie Castingagenturen. Damals hat man das einfach so gerappt, oder? Hat man sich nicht mehr dabei gedacht, glaube ich. Und ich lass, wenn ich Party mache, nur minderjährige Hosts tanzen wie Castingagenturen. Aber auch nice. Wenn ich Party mache, nur wie Castingagenturen. Auch dieses wenn ich Party mache, nur cooler Reim, geiler Reim eigentlich. Minderjährige Hosts tanzen wie Castingagenturen. Da freut sich Gio. Und Kid, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich habe nie eine minderjährige Bitch missbraucht. So nicht. Ich habe noch nie eine minderjährige Bitch missbraucht. Minion. Aber so hat, das hat Kolle einfach so gerappt und es war cool damals, ne? Da hat sich auch keiner drüber, da hat sich keiner mal drüber, zweimal drüber Gedanken gemacht. Ey, Bro, ist es so cool, wie das rappt oder ist es schon so ein bisschen grenzwertig? Damals hat man es einfach so gerappt. Ach, scheiße, Digga, nein. Google Chrome auf, oh. Google Chrome, wieso rennt sich gerade das auf Hurensohn? Ich hab einen richtig guten Reim auf Hurensohn. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Boss. Boss Explosive OnlyFans. Bruder, da musst du mir auf jeden Fall ein bisschen was zukommen lassen, okay? Leider fällt mir nur kein Punch ein. Google Chrome. Ich bin bekannter als Google Chrome. Du bist ein Schwanz und ein Hurensohn. Spiegel, Bild Plus, check mal. Natürlich. Boah, Digga, 2021 sogar. Narben fand ich sogar eine der stärksten Tracks auf dem ganzen Sony Black 2 Album. Real Talk. Narben, also rein vom Beat her und sowas war das übermächtig. Google Chrome, Patrick, ist so... Guck mal, er sagt Patrick, Digga. Er meint aber nicht mich, Chat. Er meint nicht mich. Beruhigt euch. Bro, du bist ein Schwanz und ein Hurensohn. Spiegel, Bit Plus, check mal. Google Chrome, Patrick, ist so und bleibt dein Hurensohn. Er meint nicht mich, Chat. Beruhigt euch. Und Hagel. Doch ich bin skrupellos. Zähle die Millionen Klicks auf Google Chrome. Guck mal, 2013 war das was anderes. Wenn du das im Jahr 2021 kickst, Bro. Gut, CEO hat's auch 2021 gekickt. Digga, ja, das ist was anderes. Und so, keine Ahnung, 8 Jahre dazwischen. Holmes, du bist und bleibst dein. Ah. Ich startete Google Chrome. Hab mich informiert und auch sie nannten dich da, aber Hurensohn. Such den guten Reim grad auf Google Chrome.
Nein. Dann kam ich auf die Zähne, ist ein Uhrensohn. Anscheißer Uhrensohn, für schicke Kugeln los, deine Männer. Kalasch, Digga. Le Fester Young. Scheiße, Digga. Scheiße. Sind nur ein Stück Gangster über Google Chrome. Yeah. Shadow 030, Gangloff? Shadow 030? Sagt mir nach mehrmaligem Überlegen jetzt nichts. Jedes Individuum ist individuell. Jedes Individuum. Ja, da hat er durchaus recht mit. Jedes Individuum ist individuell. Wir sind alle individuell, das stimmt, ja. Jedes Individuum ist individuell. Sehr gut erkannt, mein Freund. Jedes Individuum. You're goddamn right. Stark, Bruder. Stark. Gegen BGB ist deutsche Rappen. Wie er reinkommt, wie er rappt. Bruder, er will das Mike auffressen. Er schreit so ins Mike rein. Goddamn right. Gegen BGB ist deutsche Rappen Kindergarten. Ich verbuddel eure Masken in mein Wintergarten. Das war aber jetzt mal nicht so, also, ja, weiß ich nicht. Also, ich verbuddel eure Masken in meinem Wintergarten so. Ja, aber es ist nicht so eine ganz, ganz wacke Zeile, oder? Es war auch im Jahr 2013, so, wisst ihr, was ich meine? Du glaubst an den Teufel, 666. Ich glaub an mich selber, Benz, Benz, Benz. Oh, das war wack. Das war wack, Digga. Auch zu Zeiten 2011 war das einfach wack. Nie haben mich geglaubt. An den Teufel 666. An mich selber, Benz, Benz, Benz. Nee, Bruder. So nicht. Und das ist furchtbar. Kalasch in den Trainingsschuhen. Ey, Farid, glaubst du, man sieht dir? Nein, Bruder, geht so. Die Straße hat mich hart gekocht, die Seiten Weicheier. Ich bin so cool, man könnte denken, ich hab drei Eier. Die Straße hat mich hart gekocht, ihr seid nur Weicheier. Eigentlich ganz cool, weil es gut im Kontext steht. Ich bin so cool, man könnte denken, ich hab drei. Das war jetzt, also, das hart gekocht mit Weicheier fand ich gar nicht so wack. Ich bin so cool, man könnte denken, ich hab drei. Das ist irgendwie weird. G-Hot, gesetzlos kenne ich. G-Hot sagt mir gar nichts. Weirdes Flex 2005. Ich stande noch nie mit den Drogen im Park. Alhamdulillah, ich kam ohne sie klar. Tony Montana war für mich einer meiner Vorbilder. Noch nie mit den Drogen im Park. U21 war aber auch so eine der größten März-Songs, oder? Bis dato immer noch. Ich glaube, mit Alpagan Ausländer war auch noch ein größerer Song, ein größerer Hit. Hit in Anführungsstrichen. Aber U21, Bruder, du kannst nichts. Die Hook ging krass ins Ohr. Aber wenn er halt sagt, ich stand nie mit den Drogen im Park und in der darauffolgenden Zeile sagt er, Tony Montana war für mich einer meiner Vorbilder, ist halt der Widerspruch in sich, Bro. Tony Montana, einer meiner Vorbilder. Is this nigga serious? Komm, ich zeige dir meine Welt, wenn ich Durchfall hab. Nazar, Digga. Er steigt ein mit, komm, ich zeige dir meine Welt, wenn ich Durchfall hab. Nee, Bruder, muss nicht sein, sag ich ehrlich. Komm, ich zeige dir meine Welt, wenn ich Durchfall hab. Mit reiner Durchschlagskraft komm ich voran wie ein Zug vergast. Digga, auch sowas zu rappen, ne? Das ist auch sowas zu rappen. Ich zeig dir meine Welt, wenn ich Durchfall hab. Mit reiner Durchschlagskraft komm ich voran wie ein Zugfahrgast. Auch sowas, Bruder, das ist... Nee, Bruder, nee, nee, muss nicht sein, sag ich ehrlich. Wait. Okay. Kauft euch den Merch, kauft euch die Sticker, wichtig und richtig. Das waren die schlechtesten Deutsche Blinds, Volume Nummer 23. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es. Habt Wochenende? Nee, habe ich Wochenende gesagt? Eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr Zeit findet, dieses wunderbare Video zu schauen. Ich küsse euer Herz. Peace.